Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Börse Live. Ja, die US-Börsen sind vor etwa 30 Minuten in den Handel gestartet. Schauen wir uns mal an, was seitdem passiert ist und schalten nach New York an die NYSE zu Manuel Koch. Manuel, gestern ein leichtes Minus beim Dow Jones. Heute ist der Start ein bisschen freundlicher gewesen. Was hat für die gute Stimmung gesorgt? Ja, wir legen gut das wieder drauf, was wir gestern verloren haben. 0,3%, 40 Punkte, sind jetzt bei 15.562 Punkten beim Dow Jones. Und Nasdaq auch im Plus mit 0,4%, 3.611 Zähler. Wir schauen natürlich weiter auf Konjunkturdaten. Heute Morgen haben wir gesehen den Case-Shiller-Hauspreisindex für die 20 größten Städte hier in den USA. Und der ist im Mai um 12,2% gestiegen. Das war dann doch deutlich besser als erwartet. Also weiterhin eine positive Nachricht vom Hausmarkt. Und wir haben gerade das Verbrauchervertrauen Conference Board bekommen für Juli. Und das ist mit 80,3 Punkten ein bisschen schlechter ausgefallen als zuvor erwartet. Ansonsten halten wir hier an der Wall Street eher die Füße still, denn morgen ist ja die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Und dort hat man nun auch immer mehr Gerüchte gehört, ob vielleicht Ben Bernanke schon etwas zur Drosselung sagen könnte. Wird man schon demnächst von den 85 Milliarden Dollar, die man jeden Monat in den Markt pumpt, runtergehen, vielleicht auf 70, 65, aber all das sind noch Gerüchte. Vielleicht wissen wir dann morgen schon mehr. Wenn es weitere Informationen gibt, dann sprechen wir natürlich direkt darüber. Es gab aber heute auch schon Informationen und Daten von der New Yorker Börse selbst. Wie sind die denn angekommen am Markt? Ganz genau, der Börsenbetreiber hier, die NYSE Euronext, hat Zahlen veröffentlicht und die sind ganz gut ausgefallen. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal, muss man aber sagen, ist der Gewinn um 38% auf 173 Millionen Dollar gestiegen. Vor allen Dingen das Derivategeschäft lief ganz gut und man hat ordentlich Kosten gespart und das muss man, denn demnächst will man ja mit der ICE, der Rohstoffbörse, fusionieren. Die übernimmt die New York Stock Exchange für über 8 Milliarden Dollar und im August könnten dann die US-Behörden ihr Go geben. Das erwartet man hier an der Börse. Ansonsten gab es Zahlen von Pfizer. Die Aktie ist auch ganz gut ins Plus gegangen, deutlich über 1%. Dort musste man aber einen Umsatzrückgang verbuchen im Vergleich zum Vorjahr von 14 auf 13 Milliarden Dollar. Auch der Gewinn fiel schwächer aus, aber die Analystenerwartungen, wurden trotzdem geschlagen. Also deswegen die Aktie ins Plus gegangen. Und die Prognose fürs Gesamtjahr wurde aber auch noch mal gesenkt. Man hatte mit 57 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Nun erwartet man höchstens 52,8 Milliarden. Auch noch ein anderer Arzneimittelhersteller, Merck nämlich, hat Zahlen veröffentlicht. Auch die Aktie gut 0,5% ins Plus gegangen. Der Gewinn ist aber eingebrochen um gut 50% auf 906 Millionen Dollar. Der Umsatz fiel um 11%. Und all diese Firmen haben eben Probleme, weil einige Patente auf Medikamente auslaufen und Generika-Produkte nun auf den Markt kommen. Da muss man sich neue Strategien auch überlegen. Manuel, du hast vor etwa einer halben Stunde angedeutet, dass wir noch Informationen zu Twitter und Boeing bekommen könnten. Wie sehen die denn aus? Ja, wir erinnern uns ja an den Brand einer Boeing Dreamliner-Maschine am Flughafen in Heathrow. Damals ist nichts passiert, das war eine leere Maschine, aber man hat natürlich alles kontrolliert und nun hat man die ersten Schlussfolgerungen gezogen. Man wird 1200 Boeing Dreamliner Maschinen wohl untersuchen müssen. Da könnte es ein Problem geben, auch gerade mit einem Notfallsender. Also die Boeing Maschinen, die Dreamliner sind weiter im Fokus und die Aktie von Boeing leicht im Plus, heute 0,2%. Wir schauen außerdem noch auf Twitter. Dort wird es in Zukunft einfacher für die Nutzer, Drohungen oder Belästigungen zu melden. Dafür soll es demnächst eine eigene Funktion geben. Das gab es schon bei Apple, bei den Apps für Apple-Geräten. Nun hat man das dann auch vor für die Android-Geräte und auch auf der Homepage von Twitter. Manuel Koch, vielen Dank für diese Einschätzung nach New York.